Meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Bitcoin-Update. Mittwochmorgen, heute vielleicht nicht allzu viel Liquidität an den Märkten zu erwarten. Häufig gerade nach sehr, sehr starken Dienstagen haben wir Mittwoch mehr oder weniger Seitwärtsbewegung. Wir schauen jetzt mal rein. Bitcoin hat heute schon ein bisschen was wieder gut machen können, sind jetzt knapp 1% im Plus. Was wir sehen ist, dass wir letztendlich an den gleichen Bereich gerade kommen, von dem wir gestern rejected wurden. Hier die gleitenden Durchschnitte auf Tagesbasis. Ich habe mal die Zeichnung von gestern Abend oder von dieser Nacht eingezeichnet gelassen, einfach damit wir da lückenlos weiterarbeiten können. Sind wir jetzt letztendlich im gleichen Bereich. Es wird spannend, ob wir diesen Hochpunkt rausnehmen können. Wir gehen mal direkt auf H4 und jetzt werde ich mal die Zeichnungen rausnehmen. Wir sehen, dass wir hier langsam über diesen Bereich gleiten können. Also wir haben schon höhere Preise langsam gesehen als gestern der Tageshöchstkurs so gesehen, von dem wir dann rejected wurden. Wir erinnern uns, wir hatten da diesen Triplex-Punkt so gesehen aus diesen dynamischen Widerständen hier, aus dem dynamischen Widerstand von ganz hier oben. Moment, ich muss ein bisschen kleiner machen. Da haben wir letztendlich hier unseren dynamischen Widerstand, der in diesem Bereich irgendwo auch Einhalt gewährt. Und das ist immer eine spannende Frage, wenn wir uns den Markt anschauen. Schau mal die Gerade. Wie genau lege ich die Gerade an die Hochs an oder an Tiefs an und so weiter und so fort. Für dich sollte klar sein, dass diese dynamischen Levels, wie wir sie zusammenfassen, einfach nur eine optische Hilfe sind, um zum Beispiel Marktverhältnismäßigkeiten, diese natürlichen Begebenheiten im Markt etwas besser grafisch visualisieren zu können. Das heißt also, aufgrund nur von diesen dynamischen Levels zu leben und aufgrund derer einfach nur zu traden, macht natürlich keinen Sinn. Es wird gesagt, oder es gibt, sage ich mal, diesen Tenor, der sagt, schräge Linien sind für schräge Typen. Was bedeutet, wer sich nur auf so schräge Trendkanäle und sowas fokussiert, wird wahrscheinlich keine systematisch replizierbare Trading-Ansätze hier in einem Markt finden. Nichtsdestotrotz kann uns das gute Informationen über eine Trendstärke geben, über eine generelle Richtung. Und ganz klar ist auch, dass letztendlich der Markt sich immer in harmonischen Mustern bewegt. Manchmal natürlich auch anharmonischen Mustern, wenn wir Ereignisse haben, wenn wir sehr, sehr starke Trendbewegungen haben. Aber letztendlich der Markt spiegelt nur das Verhalten der Marktteilnehmer wider. Und wenn wir da sagen, dass letztendlich die Anti-Retailer, also Banken, Institutionen, gegen die Retailer hier auch handeln und die Retailer, wir die Privatpersonen, irgendwo natürlich auch menschlich handeln, dann müssen potenziell die, die uns versuchen auszutricksen, antimenschlich handeln, was aber auch wieder einer gewissen Arithmetik, einer gewissen Systematik folgen muss. Ja? Ich hoffe, dass du nachvollziehen kannst, was ich meinte. Da habe ich gerade vielleicht ein bisschen wirr ausgedrückt, aber letztendlich die Systematik steckt darin, weswegen wir dynamische Levels nicht unbeachtet lassen können, aber sie natürlich nicht zu 100% zu einem festen Signal, zu einer festen Handlungsempfehlung ummünzen können. Und deswegen siehst du hier, je nachdem, wie nah ich diese Linie an Dochte oder an Schatten setze, dann hat der Markt potenziell diese erstmal durchbrochen oder testet sie jetzt gleich erst an. Und allein schon je nachdem, wie dick ich diese Linie zeichne, kann ich damit schon ein paar Pips, und das kann bei Bitcoin ein paar Zehner, ein paar Hunderte Dollar verschlucken. Und das ist natürlich eklatant. Dementsprechend niemals rein auf dynamische Levels verlassen, aber immer als schönen Anhaltspunkt wählen. Wo wir gerade beim Thema sind, wir haben auch gesagt, dass wir auf dem Kanal hier sehr, sehr gerne immer ein bisschen Theorie mit unterbringen. Ich empfehle, und das macht letztendlich Trading technisch in meinen Augen am meisten Sinn, diese dynamischen Levels immer durch die Points of No Returns, das heißt durch die Schatten und Dochte zu legen. Warum ist das so? Relativ simpel. Der Hochpunkt einer Kerze spiegelt den Punkt wider, den beispielsweise bei einer grünen Kerze die Kaufkraft, das Kaufsentiment gegenüber dem Verkaufsentiment gewonnen hat. Das heißt, wenn hier unten nicht mehr Käuferinnen und Käufer gewesen wären bis hier oben, würde die Kerze nicht steigen können. Die Kerze steigt in der Regel bis zu einem gewissen Punkt. Und zwar bis zu dem Punkt, wo das Kaufsegment nicht mehr größer bzw. gleich groß ist wie das Verkaufsegment. Oder, und das findet eben an diesen Spitzen statt, des Dochtes oder am Schatten, dass letztendlich da das Sentiment wechselt. Bedeutet, nehmen wir uns mal diese Kerze hier heraus, diese grüne Kerze mit diesem Docht hier oben, wo ich die erste gerade angesetzt habe. Das heißt, genau hier, bis zu diesem höchsten Punkt haben die Käufer es ja geschafft, den Markt nach oben zu drücken und waren bis zu diesem Punkt größer als die Verkäufer. An diesem Punkt muss sich ja was gewechselt haben, weil sonst wäre die Kerze ja noch weiter gestiegen.
Das heißt, an diesem äußersten Punkt, der deswegen auch Point of No Return genannt wird, sind die Käufer gleich groß oder potenziell vielleicht sogar im Verlauf dieser Kerze dann wieder kleiner als die Verkäufer. Deswegen Point of No Return, äußerster Punkt. An diesem Punkt kam die sogenannte Price Action rein. Die Price Action bedeutet nichts anderes als, dass eben die Ausführung von Orders zu einer Bewegung im Markt geführt hat, die wir in Kerzen potenziell als Schatten und als Dochte kennenlernen. Das bedeutet, an diesem Punkt, an diesem Point of No Return hier oben, hat sich das Sentiment von Käufer größer als Verkäufer in Verkäufer größer als Käufer wechseln müssen, weil sonst wäre die Kerze von dort ja nicht heruntergedrückt worden. Und zwar in einem solchen Ausmaß, dass wir eben diesen kleinen Kerzen dort hier oben erhalten. Das ist der Bereich, wo die Verkäufer in diesem Fall wieder größer waren als die Käufer. Bedeutet, wenn wir das Ganze jetzt mal im Sentiment untersuchen, haben wir einen bullischen Impuls von hier unten bekommen, wo die Käufer quasi die ganze Zeit größer waren, bis zu einem Punkt hier oben, wo die Verkäufer hier oben, nämlich der Kerzenspitze, diesem Kerzendocht letztendlich da oben, wo die Verkäufer größer waren als die Käufer. Das heißt also, wenn wir mal sehen, was repräsentiert die Kerze? Die Kerze repräsentiert einen bullischen Impuls, die Kerze ist gestiegen. Was repräsentiert der Docht oben? Die Verkäufer haben den Markt von da oben runtergedrückt. Bedeutet also, die eigentliche Price Action, die in den Markt gekommen ist, kam vom äußersten Punkt hier oben. Der Docht wäre nicht hier oben, wenn nicht die Kerze auch mal ganz da oben war, aber diese wurde letztendlich wieder von den Verkäufern heruntergedrückt. Das heißt also, was wir letztendlich als Docht sehen oder als Schatten sehen, das wird dir bewusst sein, das ist mir klar, ist letztendlich die Price Action. Aber was uns natürlich bei dynamischen Levels interessiert, bei Support oder Resistance, wo kommt diese Kraft rein und nicht, wo endet diese Kraft? Die Verkaufskraft in dieser Kerze hat an einem Punkt geendet, nämlich da, wo die Kerze geschlossen hat, und zwar hier. Das heißt, die Verkaufskraft kam, wenn ich das mit diesem grünen Viereck hier mal machen kann, mit diesem grünen Rechteck, kam quasi von der höchsten Spitze bis zum Schlusskurs rein. Und uns interessiert ja nicht, wo kamen die Verkäufer rein und wo gingen denen die Puste aus, sondern uns interessiert, bis wohin konnten die Käufer den Preis drücken, bevor das Sentiment gewechselt ist und die Verkäufer leicht wieder das Ruder übernommen haben. Und deswegen sind die äußersten Punkte für uns von diesen Dochten und von Schatten immer von größter Relevanz von uns. Und natürlich auch hier ist immer, ich sag mal, ein bisschen Schwund ist immer, auch da müssen wir immer mit einer gewissen Unsicherheit kalkulieren. Willkommen an der Börse, ja, immer Chance gegen Risiko, immer nach Statistik. Aber du siehst, wenn wir uns stringent eben nach diesen äußersten Punkten, nach diesen Points of No Returns hier orientieren, dann haben wir in der Regel sehr, 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 sehr viele Hitcounts, die dem Markt einen deutlich detailverliebteren, einen deutlich akribischeren Touch verleihen. Und das ist das, was wir natürlich brauchen, wenn wir sagen, nicht wo ist der Bereich, wo dem Markt die Kraft ausgeht. Kann für die eine oder andere Betrachtung auch interessant sein, aber in aller Regel versuchen wir ja, wenn wir Einstiege bekommen, wenn wir Ausstiege haben wollen, zu schauen, wo letztendlich kommt die Gegenkraft rein, ja? Und das ist letztendlich immer an diesen Points of No Returns gegeben. Deswegen meine Empfehlung, immer an den äußersten Punkten anlegen. Manchmal treffen wir sie nicht ganz genau, aber da sehen wir, an den äußersten Punkten ist der Bereich, wo die Price Action in den Markt gekommen ist. Und du willst nicht irgendwo da in den Markt gehen, wo die Price Action gerade zum Ende geführt hat. Weil das bedeutet ja, die Verkäufer haben ihre Arbeit geleistet und jetzt stehst du davor und jetzt weißt du halt nicht, was passiert. So gesehen, ja, sagen wir mal, du willst hier irgendwo einen Short Move initiieren, dann schaust du dir hier natürlich, wenn du das jetzt ganz akribisch hier mal wirklich an diesen dynamischen Widerständen einfach mal einzeichnest, da willst du ja zum Beispiel Short gehen, wo du halt sagst, du willst den bestmöglichsten Preis haben und nicht, wenn der Markt bereits schon nach unten gedrückt wurde, und dann willst du ja nicht noch Short gehen in aller Regel, weil das Ergebnis in dieser Kerze der Price Action erstmal vorbei ist. Wenn du einsteigen möchtest, hast du ja im Idealfall im Kopf, dass du mit der Price Action, also mit der Bewegung des Marktes, in den Markt gehen möchtest. Was eben dazu führt, dass wir hier diese Betrachtung anführen müssen. Das einfach nur mal dazu. Das heißt also, wenn wir hier diesen dynamischen Widerstand in den Markt zeichnen, würde ich persönlich sagen, hier ist gerade noch nicht der Durchbruch geschehen. Vor allem, weil hier jetzt auch wieder Rejection reinkommt. Und uns ist ganz klar, der Markt macht nichts einfach so. Der Markt macht vielleicht Bewegungen, die wir uns nicht erschließen können.
aufgrund von Informationen, die wir nicht haben oder nicht verarbeiten können oder uns nicht zur Verfügung stehen. Aber warum der Markt etwas macht, ist nicht willkürlich. Ob da das Sentiment gewechselt hat, ob da große Zukäufe, Abverkäufe waren, wie auch immer, Marktmanipulation will ich gar nicht hier diskutieren. Aber der Markt macht ja nichts einfach so aus purem Zufall, sondern Menschen, Maschinen, Kauf- und Verkaufspositionen haben zu diesen Bewegungen geführt. So, das bedeutet für uns, wir haben jetzt hier diesen dynamischen Widerstand und der ist gerade angetestet worden. Wir müssen aufpassen, wir haben hier dieses vorherige Strukturhoch. Und was der Markt sehr, sehr gerne macht, ist natürlich, hier sind jetzt einige Short-Order in den Markt gekommen. Gerade auch hier, wo wir diesen kleinen Impuls nach unten gestern Abend bekommen haben, bedeutet, viele Stops werden potenziell über das vorherige Hoch liegen. Und entsprechend hier kann sich der Markt natürlich mit Kusshand diese Stops holen. Wir leben letztendlich in einem Marktgefüge, wo sehr, sehr viele Retail-Trader von noch mehr Broker und Institutionen ins Boxhorn gejagt werden. Das bedeutet, Stop-Hunts bzw. Fake-Outs stehen an der Tagesordnung. Weswegen eine gute Regel immer ist, wenn du Short gehen möchtest, geh im besten Fall über Hochshorts, Short oder unter Tiefs Long. Ja, das kann sich sehr, sehr häufig zu den besten Trades entpuppen, die du machst, wie du siehst. Ja, und dementsprechend auch hier kann letztendlich die Wahrscheinlichkeit kommen, wir haben es hier potenziell mit einem kleineren, höheren Hoch schon gemacht, dass der Markt sich hier nochmal das Hoch schnappt, bevor wir dann im Bigger Picture, was wir gestern besprochen haben, wir potenziell hier den Abwärtsimpuls bekommen. Auf kleineren Zeiteinheiten sieht das Ganze für Bitcoin gerade relativ bullisch aus. Wir haben hier keine super, super großen Gegebenheiten. Hier diese dynamische Unterstützung wurde gerade geretestet. Jetzt haben wir die zweite Faltigkeit hier gebildet, wodurch wir so eine Art Fächer bekommen haben. Und das hier kann sich als Art Rounding Top letztendlich dann einer kleinen Umkehr auch bilden. Oder wir kriegen neue Kraft, die jetzt mit einem schönen Volumenimpuls hochführen kann auf die 51k. Auch hier ist noch das nahegelegene Hoch. Das heißt, wir haben jetzt hier drei Bereiche, an denen wir definitiv mal unser Augenmerk richten wollen. Das ist einmal über diesem Hoch hier. Da sind wir gerade. Das heißt, da müssen wir jetzt auf die Price Action und die Marktbewegungen warten. Über diesem Hoch hier, da wären wir circa bei den 51.000 Dollar. Und wenn Bitcoin wirklich richtig von der Tarantel gestochen ist, dann haben wir hier oben bei den 52.000 Dollar den nächsten Bereich, den wir beobachten müssen. Sind das Verkaufsbereiche? Letztendlich schwierig zu sagen. Natürlich kann auch der unwahrscheinlichste Fall eintreten, dass jetzt hier Raketisierung und Bitcoin komplett nach oben durchrast. Aber wenn wir uns letztendlich die gesamte Struktur anschauen, auf Tagesbasis die Gegebenheiten anschauen und vor allem das Ganze mal hier so ein bisschen in Relation dessen setzen, was wir hier bereits schon kennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach relativ hoch, dass wir hier oben irgendwo nochmal einen kleinen Turnaround bekommen. Und das ist das, worauf ich einfach weiterhin hinweisen möchte. Das heißt also, die Long-Seite kriegt von mir gerade keinen Vorteil. Die Short-Seite hat den leichten Vorteil immer noch aufgrund mehrfach genannter Indizien, die ich jetzt hier nicht nochmal anführen muss. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht gerade noch nicht Short gehen. Vielleicht noch nicht Short gehen. Wir würden Short gehen, wenn wir auf der kleineren Zeiteinheit dann auch einen schönen Turnaround sehen. Wir kriegen ja jetzt hier gerade dynamische Unterstützungen en masse, die potenziell bei tieferen Hochs, wie wir es noch nicht der Fall haben, aber wenn wir hier ein tieferes Hoch bekommen, beim Bruch mit einem tieferen Hoch nochmal einen potenziellen Umkehr, eine Umkehrformation bilden kann. Da würde ich aber ein bisschen abwarten. Also der Zug gerade ist noch relativ gut. Die Märkte, die Indizes lassen heute schon wieder ein bisschen nach. Man kann jetzt auch schon wieder fundamental argumentieren und sagen, ja, die Unruhen um die neue Virusvariante werden immer größer und werden immer größer. Aber nichtsdestotrotz will ich ja einfach so ein bisschen darauf aufmerksam machen, das Traden, was du siehst und nicht das, was du denkst. Weil wenn du denkst, okay, der Markt könnte das und das und das, dann bist du tatsächlich eher im Bereich Überzeugung. Also du willst aufgrund einer Überzeugung handeln und das sollte dann tatsächlich eher langfristig ausgiebig sein. Weil zum Beispiel du siehst, an einem Tag ist Covid ein Thema, am nächsten Tag machen wir 2% Profit an den Indizes und wir sehen quasi, faktisch hat sich an der Lage nichts geändert, aber plötzlich ist die Anlegerlust da. Und das ist das, womit Investing.com oder auch Yahoo Finance und sowas immer spielen. Erst kommt der Kurs, dann kommen die News dazu. Und ich möchte einfach, dass du hier quasi schon im Vorhinein sagst, pass auf, ich reagiere auf das, was der Markt mir zeigt. Du wirst nicht immer den besten Einstieg und Ausstieg bekommen, du wirst aber systematisiert einen sehr, sehr guten Einstieg und sehr, sehr guten Ausstieg in letztendlich der Statistik bekommen.
Und das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Das heißt, kurze Zusammenfassung, es hat sich noch nicht allzu viel getan. Leichte Konsolidierung nach oben, aber auch hier, falls der Break nach oben kommt, an den 50.000 oder 51.000 und an den 52.000 Dollar sind wichtige Schritte, wo die letzten Hochs liegen. Wenn die abgegriffen werden, müssen wir nochmal aufpassen. Einfach im Kopf behalten, dieses Szenario, was sehr, sehr bullisch aussieht, haben wir in einem ähnlichen Fall auch schon mal hier bekommen. Deswegen aufpassen, Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste. Und damit wünsche ich dir jetzt erstmal einen guten und entspannten Mittwoch. Wir hören uns in Kürze wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.